Trainer schwer, lastet der Druck auf Bändern und Gelenken, wenn die Skiflieger nach dem Absprung von der 72 Meter hohen Schanze auf der Piste landen. Jeden Winter messen sich die weltbesten Springer auf der Oberstdorfer Schanze. Von dem Sprungbrett aus Beton und Stahl machen sie Sätze von 170 Metern und mehr. Mancher überschätzt sein Können. Dann gibt es spektakuläre Stürze. Sie sehen gefährlicher aus, als sie wirklich sind. Aber eine Gehirnerschütterung oder einen Schlüsselbeinbruch müssen die Skiflieger schon einkalkulieren, wenn sie aus ihrer Bahn geworfen werden. Angst haben wir alle, bekennen selbst die besten Flieger und fahren wieder auf den Sprungturm, um in das verschneite Alpental hinabzusegeln.